Jeden Morgen tut sie das, macht sich fertig fürs Büro. Inge Hannemann aus Hamburg. Ein normaler Start in den Tag. Nur, sie geht nicht mehr zu ihrem Arbeitsplatz, dem Jobcenter in Hamburg-Altona. Schon seit einem halben Jahr nicht mehr. Sie bleibt zu Hause. Denn man hat sie vom Dienst freigestellt, weil sie die Arbeit der Arbeitsagenturen öffentlich kritisiert hat. In einem offenen Brief schrieb sie: Menschenunwürdiges und gedankenloses Handeln, wie es tagtäglich in den Jobcentern geschieht, macht krank. Bedrohungen, Angst vor Sanktionen führen nicht in Arbeit, sondern in die totale Verweigerung, in die Resignation, in die Wut bis zum Suizid. Dass sie mit dem Schritt, ihre Kritik öffentlich zu machen, Ärger bekommen wird, war ihr bewusst. Aber sie sah keine andere Möglichkeit mehr. Sie hat viele Jahre versucht, intern was zu ändern. Also bei den Kollegen, bei der Teamleitung, mit der Teamleitung gesprochen, Standortleitung, Zentrale, bei der BA sogar. Ich habe an den Hauptpersonalrat geschrieben, aber ich habe nie Antwort bekommen. Ich habe an das Ministerium für Arbeit und Soziales geschrieben, an die Bundespräsidenten. Ja. Und die einzige Reaktion war keine Reaktion. Nicht alles einfach so hinzunehmen, das hat sie in ihrem Elternhaus gelernt. Der Vater engagierte sich bei Amnesty International für Menschenrechte. Die Mutter war in der Frauenbewegung aktiv. Weggucken ist nicht, bin nicht ich. Ich bin aufgewachsen, dass wir nicht wegzugucken haben, dass wir was tun sollen, wenn es Elend gibt, wenn wir das so sehen, wenn wir davon überzeugt sind. Für diese Haltung hat sie den Pantherpreis der TAZ bekommen, eine Auszeichnung für Menschen, die sich für andere einsetzen. Auch sonst erhält sie Lob und Zuspruch. Viele E-Mails, das Telefon steht nicht still. Viele Menschen rufen sie an, weil sie Hilfe brauchen. Ich finde es zum Teil, muss ich ehrlich sagen, sehr belastend, weil es sehr, sehr viel ist. Ich komme ja gar nicht mehr nach. Ne? Und was ich dann eher erschreckend finde, ist, dass die Menschen innerhalb von ein paar Stunden eine Antwort haben wollen, was ich nie leisten kann. Ja? Und dann werden sie auch manchmal aggressiv, ja? Weil sie so viel Hoffnung haben. Aber mich erschüttern viel mehr diese Hanebüchenfälle, ja, die wirklich so krass sind, wo ich denke, Mensch, was haben die Leute schon alles erlebt im Jobcenter und auch mit dem Jobcenter. Und das macht mir auch Angst, stückweise, erschreckend und Angst. Ja. Mittagspause. Inge Hannemann auf dem Weg zu ihrer Joggingstrecke. Sie legt Wert auf eine feste Tagesstruktur. Doch auch in den Pausen hat sie keine Ruhe. Die Leute kennen sie aus der Zeitung. Immer wieder wird sie angesprochen, bewundert für ihren Mut, sich mit der Arbeitsagentur anzulegen. Dass sie den Arbeitsprozess gegen diesen starken Gegner vielleicht verlieren wird, dass ihr bald Arbeitslosigkeit droht, das macht ihr keine Angst. Ich bin immer der Meinung, man muss kämpfen, ja, um einfach wirklich zu sagen, ich habe es versucht, ich habe es zumindest versucht und brauche mir persönlich auch nichts mehr vorwerfen, ja, und kann auch den ganzen Leuten, die mir geholfen haben oder auch mir helfen, sagen, wir haben es alle versucht, ja, wir haben den Mut gehabt, wir haben den Schritt gewagt, ja, und den Rest muss man jetzt einfach gucken, was weiterläuft. Wir dürfen nur nicht aufgeben und nicht nachgeben. Ein Kampf, der noch ein paar Jahre dauern kann, das weiß sie. Trotzdem will sie weitermachen.